man jetzt so eine Parallele zieht zu einem Gespräch, was man führt oder im alltäglichen Leben, Situationen, mit denen man umgeht, das ist natürlich immer improvisiert. Aber der Unterschied ist natürlich, dass wir das auf einer Bühne machen und das ist halt auch für ein Publikum. Aber an sich ist ja der Aspekt sozusagen, dass man Leuten begegnet und im Idealfall ja eine sehr persönliche Begegnung hat, von der man irgendwas hat. Ne? Und das ist das Gleiche in der Musik oder ich denke beim Tanz auch, dass man zusammenkommt und es eine sehr persönliche Situation ist, die, wenn sie funktioniert, wie in einem Gespräch, auch sehr verbindend ist.